An diesem kurzen Video wollte ich weisen, wie ihr an den Video können so Pointeren anfügen. Also so Pfeiler, wie zum Beispiel eingewiesen wird, wenn ihr will, ob Settings weisen oder irgendeinen Kreis runter in eine App machen. Wenn ihr wollt wissen, wie ihr so ein Video möchte von seinem iPad-Bildschirm oder iPhone-Video, dann guckt, wenn ich klifft, den folgenden Layer-Video. Ich weise, wie das geht, ob einem Mac. Auf Windows gibt es eine ganze Gruppe verschiedene Programme, und Mac als für alle den iMovie, das Standardprogramm, der noch dabei ist. Wenn ihr den startet, geht ihr einfach bei Create, einen neuen Movie, Mörder. Und da geht es eigentlich schon durch, das Video, den ich heute seit Stunden habe, einfach hier innen hin ranzuziehen. Und dann könnt ihr eigentlich den schon verarbeiten, wie das mit allen normalen Videoprogrammen machbar ist, für etwas wegzuschneiden oder ein neues vertonen und so weiter. Ich gehe hier just darauf an, wie ihr nur zum Beispiel irgendwo an diesem Video könnt darauf hinweisen, wie ihr könnt auf Dauer klicken. Das ist die App hier, die ihr hier seht, da gebe ich auch gerne einen Pfeil dabei machen. Was ich brauche, das sind effektiv so Pfeile, so Bilder, die habe ich euch auch in der folgenden Link zur Verfügung gestellt. Ich schaue nur einfach mal den roten Pfeil und sehe den ungefähr nur mal auf die Position, wo ich den Pfeil gerne am Video hätte, der soll auftreten. Wenn ich das Video noch hier starte, dann sieht ihr hier oben an diesem Bildschirm, zack, könnte der Pfeil tatsächlich überlappend zu dem anderen Bild ran, just der Pfeil ist viel zu dick. Was man nur muss machen, das ist, dass der Pfeil an einem zweiten Layer, an einer zweiten Schicht rübergezogen kann. Dafür klicke ich auf diesen Layer, wo der Pfeil dran ist, und dann wo ihr den hier oben im Menü, wenn ihr zweimal drauf klickt, du könnt ihr Picture in Picture auswählen. Wenn ihr das gemacht habt, dann seht ihr, dass der Pfeil automatisch mit klein. Ich kann noch ein bisschen Zeit an den Anfang gehen. Und dann könnt ihr den Pfeil hier bei Bild regeln. Wenn wir uns das nachgucken, das Video, dann sehen wir, läuft das Video normal und zack, gibt der Pfeil auf den Platz angeblendet, wo ich gerne hätte. Log gebe ich so und ich hätte den Pfeil ein bisschen echter, könnte ich zum Beispiel das ganze Teil rüberzählen. Ich könnte auch so eine Pfeil soll nicht gar so lang angeblendet gehen oder mehr lang. Das könnte ich hier alles so regulieren wie in einem normalen Bildverarbeitungsprogramm. Lass mal das Neige gucken. Zack, könnte der Pfeil angeblendet. Und dann an dem Moment, wo ich will, auch im Aus, auch hier kann ich eventuell, nur den Pfeil sogar noch ein bisschen echter ausblenden, dass er komplett synchronisiert ist mit dem Bild, was innen drin zugewiesen wird. Wir können auch zum Beispiel einen Kreis machen, wenn ich nur noch will, etwas hier enkadrieren, du gehst selber. Normalerweise aus diesem Menü hier oben da, sollte das Menü bei ihr schnitzig gesehen sein, da geht es durch, einfach zweimal auf diese Layer zu klicken, auch schon aus dem Menü hier oben. Picture in Picture, der Kreis wird mir klein und ich kann zum Beispiel hier den Start rum. Hier kann ich dann das Video zum Beispiel mit klein, Bild mit klein oder mit kurz machen. Komm, wir gucken das dann gleich der Kreis rum. Wie das ausgesagt, der Pfeil geht angeblendet, der Pfeil geht ausgeblendet und irgendwann könnt ihr den Kreis, den angeblendet wird, und zu einem gewissen Zeitpunkt auch verschwindet. Denn iMovie erlaubt die ganze Gruppe Effekte auch mit diesen Picture-in-Picture-Elementen zu machen, für die zu deplacieren, anzublenden, auszublenden und zu animieren. Das ist aber das Sujet von einem anderen Video. Viel Spaß mit iMovie!